So Leute, bevor das Video startet, würdest du mich mega supporten, falls ihr in den Itemshop geht und meinen Creator-Code ALVIVB eintragen würdet. Es sind momentan richtig nice Skins draußen, es kommen jetzt auch die ganzen Weihnachtsskins raus. Und falls ihr euch den Battle Pass noch nicht geholt habt, würdest du mich mega supporten, wie gesagt, mein Code. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video, let's go. So Leute, wir droppen natürlich Tilted. Heute soll es natürlich um die aktuelle Meta gehen. Nicht nur um die besten Waffen, sondern natürlich auch um die besten Landing-Spots aktuell in dieser Season. Mir hier die Minis und dann direkt auch den Biggie. Wenn wir gleich mit den Waffen starten, wollte ich ganz kurz nämlich was zu den Shotguns sagen, denn jetzt, wo ich es anspreche, bekomme ich direkt eine graue Tag, perfekt. Ich chill direkt eine. Gut, dass ich so viele Mets habe. Hier ist ein Player über uns. Noch weiter oben. Ey, jetzt ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich spiele halt die Tag irgendwie am liebsten. Also ich bin irgendwie nicht so ein Fan von der Charge und von der Dragon Shotgun. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden, Leute, weil die feiert irgendwie keiner von uns, denke ich. Was macht er? Hier reingegangen, ja, der ist hier drin. Okay, nice. Die Dragon Shotgun wurde irgendwie extrem gehypt. Also, ich weiß nicht, woran es lag, aber vermutlich daran, da die irgendwie schon ziemlich lange Zeit angekündigt wurde. Aber jetzt ist sie irgendwie draußen und niemand feiert diese wirklich. Nice. Bloom Easter. Okay, den haben wir auch. Eine grüne Tag für uns. Ich glaube, hier kommt noch eine. Und zwei Leute jetzt. Okay, den haben wir auch. Man wird halt echt von jeder Seite gelasert, wenn man hier enttiltet ist. Kommt der direkt zu uns oder nicht? Hm? Check das. Okay, er hat eine Charge. Können wir jetzt mehr, nice. Keine Mets mehr. Zum Glück hatte ich hier nichts replaced. So, jetzt kann ich endlich wieder ein bisschen reden. Also ich persönlich weiß nicht, aber der Hot Drop, der Hot Drops, die Season ist ja natürlich wieder Salty Towers, also Tilted Towers, so gesehen. Ich würde sagen, es ist zu 70% Tilted und 30% irgendwie Salty. Also ich persönlich droppe eigentlich auch nur hier, dadurch, dass ich jetzt noch lower Arena-Punkte habe und vermutlich auch danach. Werde ich hier eigentlich dauerhaft droppen, weil das macht hier auch am meisten Spaß. Wo es mir aufgefallen ist, wo niemand droppt, ist irgendwie hier bei Stronghold. Aber sonst hier so allgemein in diesem Bereich hier, was auch extrem contested ist, ist irgendwie hier in diesem Sheriff-Spot, was irgendwie ziemlich komisch ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was da so besonders sein soll. Okay, nice. Immer noch wenig Mets.
Okay, ja, dann nicht wirklich was. Um ganz kurz nochmal auf das Waffenthema zurückzukommen. Ich persönlich finde, es ist eine SMG-Tag-Meta, also ich persönlich würde halt absolut nicht die Charge spielen. Dadurch, dass jeder seinen eigenen Playstyle hat, klar wird jeder eine unterschiedliche Pump bzw. Shotgun bevorzugen. Ich bevorzuge logischerweise dann die Tag, weil ich halt einfach es lieber mag, etwas schneller zu spielen, aber die Leute, die halt irgendwie ein bisschen safer spielen wollen, die werden natürlich dann eher zur Charge greifen und ich weiß nicht, wo der Typ jetzt hin ist. Ist er ins Haus rein? Okay. Was meiner Meinung nach auch ziemlich OP ist, ist vor allem das taktische Sturmgewehr. Wo ist denn der? Ach, da hinten, okay. Das taktische Sturmgewehr, was man eben von den Bots bekommt an verschiedenen Orten. Okay, den haben wir auch. Oh mein Gott, ich glaube, der hat diese Waffe von dem Mandalorianer. Muss ich aufpassen. Huf, huf, huf. Wenn der mich erwischt, bin ich, glaube ich, One-Hit. Die ist auch ziemlich OP, glaube ich. Ich finde aber auch die AK hier ziemlich, ziemlich nice. Also ich spiele die auch eigentlich ziemlich gerne. Das Ding ist nur, die zu bekommen ist halt nicht so einfach, weil es natürlich auch so ist, dass man jetzt Waffen nicht wirklich mehr aufbessern kann. Geht tatsächlich einfach gar nicht mehr. Oh mein Gott, war das close. Er hätte sogar das Jetpack. Ja, das ist natürlich ganz guten Stuff. Uff, 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 uff. Ich bin halt so low, ne? Okay, der ist schön cracked. Oh mein Gott, das ist knapp mit der Zone. Ei, ei, ei. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nein. Die Season ist auf jeden Fall mal wieder eine OG-Season angelehnt, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Dass die Pumps raus sind, finde ich nicht so cool. Dass die Spaß raus ist, finde ich sehr, sehr nice. Weil dieses Warm-Pumpen ist natürlich für ein, zwei Seasons ganz cool. Aber ich finde es auf jeden Fall auch viel, viel besser, dass man auf jeden Fall etwas längere Fights hat und sich damit auch dem Gegner beweisen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, ich wünsche euch was und demnächst kommen auf jeden Fall wieder Tipps und Tricks-Videos, besonders auch zu neuen Landing-Spots. Und ja, lasst ein Like da, bis dann, ich wünsche euch was, ciao. I gotta go,
I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast, so it doesn't fall down like dominoes. No, I'm not perfect, but I'm perfect for you. How could the last ones choose to ignore you? All in your deep.